Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Winter is Coming. Ist halt echt gerade so, ne? Ja, ne? Ist, ein bisschen ist halt gerade so hier. Der ewige Frost, die eingefrorenen White Walker hier ständig. Ist, sehr angenehm. Und vor allen Dingen Falschparker. Oh. Benzin kann. Oh shit, ich kann keine Benzinkanister mehr aufnehmen. Okay, ich muss irgendwas weglegen. Warte mal, ich hab, glaube ich, noch Benzin, oder? Ich lege 2 Tierfett weg oder ich lege 3 Juke Casinos-Jetons weg. Ich will nur nicht, dass die Dinger hier immer runterfallen. Ich will, dass alles schön im Inventar stackt und nix despawnt wie letzte Folge. Was? Oh, noch. Hier ist noch ein Geier, glaube ich. Oh, Scrap. Wieso kann ich einen Scrap-Poly mehr nicht mitnehmen? Oh Gott, das ist so ärgerlich hier alles. Pfeile, diese komischen, diese Stahlpfeile, doch, die würde ich gerne mitnehmen weiterhin. Schießpulver würde ich auch. Färbemittel lasse ich mal weg. Oh, Autokühler aus Messing, brauchen wir sowas noch? Nee. Soll das einschmelzen vielleicht? Das könnte sein. Okay. Vor allem kann man die nicht stacken. Oh, ich bin entgambert. Hä, das ist ja ganz was Neues. Da liegen schon wieder Scrap-Polymers. Komisch. Sehr merkwürdig. So, was haben wir im Rucksack? Eine Flasche, noch eine Flasche und grüne Färbe. Toll. Die Autos hat der Tobi schon durchsucht. Wahrscheinlich die Kiste. Hä, den Pappkarton nicht? Doch, eigentlich schon. Nö, was ist mit du los? Achso, die Green. Achso, der. Die Autos sind alle leer. Gut. So. So. Ach, schon wieder ein Autokühler aus Messing. Alles klar. Und schon wieder ein Geier über uns. Ja. Ah, verdammt. Habe ich ein bisschen verzogen gerade. Mistvieh. Oh, jetzt werde ich auch cold. Yo, ciao. Yeah. Batz. Oh ja, geil. Jetzt gönne ich mir den nochmal so richtig nice. Der blöde Mistgeier, Alter. Yeah, was ist das Problem? Rein, geil. Huch. Oh, übrigens, da kommt der Besitzer von dem Wählen Sie sich. Oh, cool, da kann ich meine Waffe ja hier mal ausprobieren. Hm? An dir. Hast du eine Waffe? Nö, das ist das komische Ding hier. Ach so, okay. Die da unten auf dem Logo voll geil aussieht, weil die da... Weil die da ein Dings hat, ein Zielfernrohr, also so ein Scope, und in echt hat die aber gar keinen Scope. Ah ja, Scopes holen wir uns aber noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, oh, ich habe nur 11 Fertigkeitspunkte jetzt, Tobi. Huch. Willst du ein Autokühler aus Messing? Kann ich schon mitnehmen, ja. Und ich bin hungrig. Hungrig. Knackig. Und während der Tobias wieder Menschen Zombies tötet, gönn ich mir eine gebackene Kartoffel. Mmh, das ist lecker und gesund. Und schnell in meinem Mund. Also das Ding da hinten sieht zwar sehr interessant aus, aber ich glaube, da sollten wir jetzt nicht hingehen, weil das sieht aus, als ob es da fetten Loot und wir haben keinen Platz mehr. Du meinst die Base? Kann man die vielleicht markieren auf der Karte? Dass wir hinfahren und die vielleicht markieren für später? Also wir können aber hinfahren, dass wir die halt aufdecken. Ja, das können wir machen. Genau. Und vielleicht auf der Karte können wir nochmal eine Markierung setzen, dass wir wissen, okay, da war das geile Stück. Warte, ich muss mir ganz kurz eben 50 Kartoffeln essen, damit ich wieder einigermaßen auf den Damm komme. Ich fahr schon mal los. Nein, Tobi, warum denn? Warte doch mal. Ich bin gleich da. Guckst dir an. Tobi, ich bin, wow. Warte, ich muss doch gerade hier Benzin 999, cool. Ich bin fast da jetzt. Also ich habe das jetzt schon alleine aufgedeckt. Oh, Tobi, du bist viel schneller als ich. Hör doch auf jetzt. Oh, Karambolage. Richtig, oh, Karambolage. Krass, 79 habe ich noch auf meinem Fahrrad. Oh. Was ist das denn jetzt? Schnauze da unten. Echt, was soll das denn? Unqualifizierte Kommentare hier. Oh, das sieht aber heftigst nice aus. Da stehen Autos vor, Tobi. Da stehen noch mehr Autos vor. Was ist das? Ich weiß es nicht. Da stehen richtig viele Autos vor. Hm? Carwash oder was? Nee. Shotgun Messiah. Oh, das ist eine Waffendings. Oh, da müssen wir später hin. Wir haben echt nichts mehr Platz. Ja, aber die Autos kann ich mitnehmen. Die Autos können wir mitnehmen, ja. Und bestimmt wollen da bestimmt ein paar Leute raus. Guck mal, ich sehe da schon jetzt so ein Store-Counter drin.
Ja, da steht einer hinterm Tresen und wartet. Ja, das ist... Wie gesagt, die Autos können wir jetzt mitnehmen, aber wir sollten da später reingehen, glaube ich. Okay, gut. Tobi, wenn du das doch sagst, wenn du das so siehst, Tobias, bitte. Wir haben ja keinen Platz mehr, ne? Das ist echt... Ist ein Problem, Erik. Oh, hier noch ein Motor. Oh, Erik, okay. Vorne er, hinten ich. Tobi, Vorsicht. Huch. Huh, Mama! Mama! Ich meine Waffe, ich hab... Hör auf, nachzuladen! Was ist das für ein Spacken, Alter? Boah, Alter. Mist, die geht aus. Vorsicht, Tobi, Alter. Boah, 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 boah. Warum rennt die auf einmal so? Boah, Alter. Die kommen alle vom Dach runter. Ja. Die rennt auch so da hinten. Oder kommt noch mehr? Alter, der ganze Laden ist voll. Oh Gott, ich bin überladen. Alter Schwede. Okay, die wollen da alle raus. Sollten und irgendwas brennt da drin, guck mal. Irgendwas, oder? Nee. Ach, die nehmen die Tür aus. Sollten wir abhauen? Ich bin mir nicht so sicher gerade. Wenn die da alle jetzt rauskommen, das sind nicht viele. Oh Gott. Oh krass. Abhauen? Oh, ja, let's go, komm. Mehr, ne? Komm. Lass durchziehen. So viel Muni haben wir, glaube ich, nicht. I want to ride my bicycle. Aber die Autos, Tobi. Hast du markiert auf der Karte? Ja, es ist aufgedeckt auf jeden Fall. Das sehen wir ja dann. Ich markiere auf jeden Fall nochmal mit. Ach guck mal, die bleiben schon stehen. Wir können jetzt einzeln pullen. Alter, da oben auf dem Berg, guck mal. Vor uns. Oh. Ist das die? Nee, das ist die nicht. Nee, das ist nicht das Schloss. Das ist aber. Das ist unser Winterchalet, Tobi. Sicher, dass das nicht das Schloss ist von hinten? Doch, das könnte es sein. Ich weiß es nicht, aber da oben werfen wir uns rosane Pullis über unsere Hemden, trinken Moët Chandon und lachen über die Weltpolitik. Und fahren aber auch mit so fetten Mercedes-Maybach irgendwie vor die Tür, weißt du? Wir fahren ja nicht selbst. Nein, also wir werden gefahren. Ja, richtig. Limousinen werden wir gefahren. Das ist unser Winterchalet und ab und zu gehen wir zum Skifahren. Oh ja. Oder zum Eisgolfen. Echt? Gibt's sowas? Ich kenne mich ja. Bestimmt. Achso, okay. Ach ja, das wär's, Tobi, das wär's. Das ist einfach der Dream. Guck mal hier, wie der wieder geparkt hat. Du glaubst, weißt du, in diesem Job hast du alles gesehen und dann kommt so einer. Ah, mein Arsch. Dein was? Mein Arsch tut weh vom Sitzen. Ach so. Wie sitzt du denn gerade? Naja, so zwischendrin muss man sich immer mal so ein bisschen... Ja gut, das stimmt. Ich setze mich zwischendurch immer um. Neu dann nimmt mein Körper, das wäre Fitness. Boah, ich war wieder pumpen heute, ey. Von die eine Arschbacke auf die andere gesetzt. Krass. Oh, gar nicht mehr. Vollkommen fertig. Jetzt erstmal 7 Snickers. Du, den verbrannten Zucker musst du halt da wieder reinholen, ne? So. Ja, ist ja so. Das ist ja auch kein Spaß, ne? Ich muss die ganze Masse ja erstmal von links auf rechts bewegen. Oh, hier ist wieder Bottle of Acid und 3 Shotgun. Muni, wenn du willst, kurz mal das Auto leeren, ja, bevor ich es abbaue. Ich komme. Kannst gerne abbaue, gleich rein. Naja, so viel Zeit muss sein, ne? Ach ja, da drinnen mal bitte ganz entspannt. Wir kommen unbedingt zu dem Shotgun-Ding, will ich unbedingt später nochmal hin. Ja, Mann. Was ist hier los? Ja. Wer schreit hier rum? Oh. Das. Oh, rote Farbe. Hier liegt rote Farbe rum. Wo ist er? Beruhig dich. Oh, wo kommt der denn auf einmal her? Und plötzlich hörte ich Schüsse in der Ferne. Wo kommt der denn plötzlich her? Bist du noch da? Ich bin noch hier, ja. Ah, okay. Ah, ich sehe gerade, da draußen ist ein Holzfäller, der kommt jetzt rein, Tobi, passt ein bisschen auf. Der passt ja gar genau nicht mit. Rein. Wow, ich habe mit der Schaufel gerade den Wagen auseinandergenommen, habe ein Benzin bekommen. Nice. Das ist natürlich großartig. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. So, sammle Bleibatterie für Autos, aber Batterien haben wir halt auch schon viele, ne? Ja, das ist, ich glaube, da brauchen wir halt auch nichts mehr im Moment. Obwohl, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie das mit Batterien funktioniert. Wir können... Oh nein, bitte kein Lexbyte. Wir können ja später nicht mehr aufladen. Oh, ich habe gar keine Muni mehr. Für die kleine. Für die 9mm? Ja.
Ich komme sofort. Oh, ist nicht gut. Es hat auch wieder nur Pisse drin, Alter, in diesem Haus. Ich raste aus. Wir müssen echt mal gucken, wie wir Kugeln selber machen können. Weil Eisen haben wir halt genug. Ja, das stimmt. Nur sonst halt alles nicht. Da kommt schon wieder einer. Okay, ich bin zwar ein bisschen... Oh, das war keine gute Idee. Moin, Tom. Hey. So. Hier. Wir sollten doch Kugeln sparen ein bisschen. Ach, kleiner Stein. Gut, danke dir. Da. Ah, cool, vielen. 95. Ich kann nicht mal eine Kugel mitnehmen. Warte, ich heb die nochmal auf. Bist du, was hast du nicht, dass es despawnt? Ja, 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 was... Federn. Warum sind da Federn drin im Inventar? Das weiß ich auch nicht. Tobi, ich will die 4 Bier wegschmeißen. Ich schmeiß die 2 Bonbon-Dosen weg, ganz ehrlich. Ja, bitte. Das finde ich gut. So, warte, ich gehe. Okay. So. Ja, ja. Bitte sehr. Dankeschön. Ah, ja, viel besseres Gefühl. Ja, also das Haus lohnt sich halt überhaupt nicht. Da ist nicht mal eine Couch oder irgendwas drin. Ne? Okay, wollen wir da langsam wieder zurückfahren? Weil bei mir ist es halt langsam so ein ja, ja, würde ich auch. Ich schleppe mich von Auto zu Auto, aber so richtig looten kann ich halt auch nicht mehr. Nee, lass weiterfahren. Mein Lebenssinn ist damit verwirkt, Tobi. Ich würde sagen, als nächstes fahren wir dann irgendwann mal wieder zu dieser Shotgun-Dings. Da fahren wir aber leer hin einfach und das wir da drin geil können. Geil, da bin ich dabei. Und ich glaube, das ist doch tatsächlich dieses Sommerschloss, dieses Residenzding gewesen, was wir immer von Weitem sehen da oben. Okay. Tobi, eine Sache noch, ne? Was denn? Ist das da vorne? Oh, das haben wir schon abgebaut, das Schild. Vergiss ja, das, es. Da waren wir schon, ja, da waren wir schon. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, da ist ein schönes Schild, da kann man doch mal, aber gut. Wo müssen wir lang? Einfach geradeaus. Ah ja, mein Bett ist sogar noch markiert. Wir kommen quasi direkt auf dieser Straße, die ich weiß gar nicht, wem gehört, zu uns nach Hause. Da ist eine Zapfsäule, die nicht abgebaut ist. Was war denn damals mit uns los, Tobi? Das weiß ich nicht. Da waren wir noch jungfräulich, glaube ich. Also das ist ganz merkwürdiges Verhalten. Das kann ich auch überhaupt nicht gutheißen. So. Boah, weißt du, ob ich mich jetzt richtig freue? Mhm. Auf eine schöne, heiße Gemüsesuppe. Oh ja, die haben wir uns aber auch verdient, ne? Oh, das wird richtig toll. Ich hab richtig Hunger. Die haben wir uns verdient. Die Baumpassage da vorne. Du bist am Verhungern. Finde was. Oh, ich muss was essen. Oh, fuck. Blinker links. Bist du gar nicht bei mir? Das Auto abbauen kostet halt immens viel Energie. Also Essen, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Aber bau halt auch mal ein Auto ab, ne? Ja, richtig. Warte. Dann hau ich mir noch mal kurz einen Kaffee rein. In eine Plautz. Kleine Stärkung am Wegesrand und dann, wir sind ja eh wieder zu Hause. Zu Hause ist, wo es am schönsten ist. Ja, la 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 la. Schön, wenn man hier reinfährt und hier sind über diese Farmen. Als würden hier Menschen leben. Toll. Das stimmt. Ne? Hat irgendwie doch was Vertrautliches? Weißt du schon. Was Schönes hat das hier, ja. Ist eine gewöhnliche Farm. Finde ich auch. Mit diesem komischen Schuppen. Der aber viele krasse Sachen beinhaltet, ne? Das darf man nicht vergessen. Das stimmt. Das ist nicht einfach. Ach, das so. Gibt's doch nicht! Oh, du bist in Kumbrit, glaube ich, ne? In Kumbrit. I'm in Kumbrit. Scheiße. Wir können jetzt eigentlich auch Wege dahin bauen zum Schuppen, weil es spielt im Grunde genommen eh keine Rolle mehr, weil wir nicht mehr im Schuppen hängen beim Blutmond. Das ist richtig. So. Die Autoparts habe ich jetzt alle noch im Fahrrad. So. Hä? Wieso machst du die Tür immer zu? Hab ich gar nicht. So. In Gambit, in Gambit, I am ready in Gambit. So, jetzt muss man die ganze Scheiße auch noch aussortieren. Das macht am meisten Spaß. Ja, auf jeden Fall. So. Ist immer toll, wenn man irgendwie 3 Folgen mit Sortieren belegen kann. So. Gut, Sortierfolgen sind halt aber auch Content, ne? Ja, darauf kommt es ja an. Das ist ja die Hauptsache. Alles andere interessiert einen ja nicht. Nee. So, okay. Motoren. Ich bin ein motorischer Lügner. Bidi, bidi, bidi. Okay, oh, Batterien haben wir auch schon einige. Weißt du was? Die eine Batterien, die zerlege ich jetzt. Was?
Ja, und ich nehme nur noch hochqualitative Batterien. Oh, Alter. Was war das denn? Hab ich mich jetzt verklickt? Was war das denn? Tobi war mir sehr aggressiv heute. Hätte noch mehr. Oh, okay. Die. Kann ich die Batterie nicht einfach auseinandernehmen? Mal gucken, was passiert. Was kriegen wir denn dann? Wahrscheinlich bist du gleich vergiftet oder so. Nee, das kann nicht passieren. Zerlegen. Ah, kriegen wir Blei. Okay. 102. Oh, wir kriegen richtig viel Blei. Oh, nice. Okay. Ja. Auto dauert ja eh noch ein bisschen. Ich pack mal die Benzinfässer da unten rein. Du kannst dann da Benzin draus machen bei Gelegenheit mal, wenn du magst. Okay, das ist gut. Ja. Wollen wir das Schwarzpulver? Auch, ich glaube, in der großen Kiste da, wo du gerade standest. Okay. Gut, Öl habe ich keins. Ich habe noch zwei Motoren, zwei von diesen komischen. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals so viele Motoren brauchen. Die können wir theoretisch auch irgendwann auseinander pflücken. Oder wir machen eine Kiste für Motoren. Das Geld. Boah. Ist hier eigentlich auch Papier drin? Das ist nur dieses Papier, was da drin ist. Und hier ist dieses Papier drin. Das ist komisch alles. Wir haben immer noch keine gute Sortierung hier, glaube ich. Ja, das lohnt sich aber auch nicht mehr, glaube ich, zu machen jetzt. Nee, ich glaube auch nicht. So, hier sind irgendwie Werkzeuge drin. Theoretisch kann ich das einlagen, die Eisenspitzhacke, aber die kann ich auch aus anderen nehmen. Die hätte ich auch wegschmeißen können eigentlich. Und theoretisch kann man ganz viele von den Dingern hier einfach Schraubenschlüssel Stufe 2, die ganzen Zweier-Dinger können wir eigentlich aus anderen nehmen. Wo war denn die Drahtpulver, sag mal? Ist das hier drin gewesen? Nee, ist natürlich nicht da drin. Die Machete können wir auch sowas von auseinandernehmen. Compound-Bögen können wir eigentlich auch auseinandernehmen. Nie trat ein besserer Künstler hier auf. Wow. Das ist ja ganz furchtbar. Hä? Hast du das Blei jetzt in der Tasche oder was? Hast du das Blei rausgeräumt hier aus der Werkbank? Nein. It was not me. I'm not no. Sollte hier nicht eine Menge Blei liegen? Hä? Also eigentlich sollte da eine Menge Blei liegen. Oh, 15 Kochtöpfe kann man maximal stacken. Glückwunsch. Dann tue ich den Rest mal hier rein. Ach, da haben wir auch noch einen. Okay, 15 haben wir jetzt auch gestackt. Aber wo ist das ganze Blei hin? Hast du das nicht dabei? Vielleicht doch in der Kiste? Also im Inventar oder so? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee. Und ich habe es ja eigentlich hier auseinandergenommen, in diesem Ding hier. Aber irgendwie ist da nichts mehr. Sehr strange. Cool. Sehr strange. Oh, strange. Mino understand. What is happening here? So, mal gucken. Ja, nee, hier ist auch leer, wenn ich links klicke. Das ist komisch. Guten Morgen. So, Nägel, Pfeilspitzen. Ja, eigentlich eine Menge Blei. Wir hatten gerade irgendwie 500 oder sonst wie viel Blei bekommen, aber das geht jetzt wohl doch nicht. Super enttäuscht. Das ist richtig scheiße eigentlich. Okay, das Eisen kommt hier an, aber das mit dem Blei verstehe ich nicht. Strange. I don't understand. Okay, hier sind die Pfeilspitzen und hier hatte ich hier noch irgendwas für hier. Messingtürgriffe können wir eigentlich alles einschmelzen. Ja, Quatsch. Je mehr wir einschmelzen, desto weniger. Ne, das müssen wir nachher zwar wieder rausholen, aber dann haben wir unterschiedliches. Unterschiedliche Rohstoffe, das ist eigentlich. Also nicht mehr so viele unterschiedliche hier. Gut, wir haben ja mit dem Rausrendern, also ne, rausrendern, ja, wahrscheinlich. Mit dem Rausziehen hier dann keinen Stress oder so. Das kann ja vor sich hin dümpeln da. Genau, das denke ich eben auch. Wir sollten überlegen, dass wir dann wirklich mehrere Kisten machen, die alle beschriften, damit wir gleich wissen, wo was drin ist, bla bla bla. Ja. Das wäre, glaube ich, irgendwie besser als das, was wir jetzt immer machen mit. Die Frage ist, wie willst du diese Menge an Items sortieren am besten? Das ist halt echt nicht easy, ne? Also eine Waffenkiste geht natürlich klar. Dann vielleicht eine Rüstungskiste, sowas vielleicht hoch in der Richtung. Pfeile. Würde ich einzeln machen, alles zu feilen mit den ganzen Pfeilspitzen, Pipapo.
Grundrohstoffe, die schon eingeschmolzen wieder ausgearbeitet wurden, vielleicht, wobei das kannst du auch direkt in der Schmiede, also ne, in der Schmiede lassen. Eventuell, weiß ich auch nicht. Pfeilspitze aus Stahl, kann man die anderen Pfeilspitzen theoretisch auch hier reinpacken. Das Blei, das Angelblei habe ich mitgenommen. Trübes Wasser. Den Gravedigger habe ich hier noch irgendwie. Ein Rezept, wir haben sehr viele Rezepte. Was ist denn Gravedigger eigentlich? 15% more damage against dirt. Oh. Dirt. Wie kann ich denn diese Dinger drauf basteln? Ja, Tobi. Was denn? Ah, ne, mit Modify, ne? Modify? Oh. Meine Schaufel hat jetzt 15% mehr Damage gegen Dirt. Cool. Okay, Tempered Blade. For Blades. Okay, increases Damage. Aber wir haben ja unseren Knüppel. This structural brace increases durability in a melee weapon. Oh, okay. Ich probiere gerade mal ein paar Sachen aus. Wood Splitter, 15% more Damage against Wood. Sieht man das hinterher auch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Muffled Connectors, Noise Reduction. Wie geht das denn? Decrease Encumbrance Penalty by 2 by installing this modification into your armor. Tobi. Ich klaue hier gerade alles weg. Haben wir irgendwo gebrochenes Glas, Erik? Ja, 5 Stück habe ich. Wieso? Brauchst du was? Scheiße, ich hätte 20 gebraucht. Ich glaube, du kannst dir an der Schmiede was machen. Oder ich kann das machen. Also ich müsste normalerweise gehen. Ich guck mal. Ja. Ah jo, Tatsache. So, Modify, Woodsplitter. So, meine Axt ist jetzt effektiv gegen Holz. Und den modify ich auch mal. Dann machen wir so einen Structural Brace. Aber ich glaube, den sieht man nicht. Jetzt müsste er länger halten, der Knüppel. Ist aber Level 5, naja. Kann man die Sachen wieder rausnehmen? Ja, kann man wieder rausnehmen, gut. Okay, und jetzt bei meiner Armor. Eisenbrustpanzer. Ah, okay, den kann ich auch. Modify. Oh, Double Storage Pocket. Cool. Ich habe mir gerade ein paar Modifier eingebaut. Ich habe jetzt zwei Inventory Slots mehr. Cool. Hilft natürlich trotzdem nicht gegen Encumbered. Aber gut. Immerhin. Der Gedanke zählt. Huch, du hast eine. Die MR10 ist nicht in der Waffenkiste, Tobi. Das geht natürlich nicht. Entschuldige bitte. Das geht natürlich. Das muss ich anprangern. Ja, ich bin vom Ordnungsamt. Hier muss alles seine Ordnung haben. So, Eisenbrustpanzer würde ich vielleicht auseinandernehmen. Weil wir haben bessere. Ja, mach das ruhig. So, hier ist Leder, hier sind noch 5 Hautfetzen. Okay, Leder haben wir zumindest ein bisschen mehr. Benzin. Habe ich noch ganz viel auf dem Fahrrad. So. Hä? Achso, da bist du. Was denn? Seit wann verschwinden denn Blaupausen, wenn du etwas herstellst? Das weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Bullshit? Ist doch in echt auch nicht so. Ich weiß es gar nicht. Bist du bescheuert? Komisch. Hast du was Schönes hergestellt? Ja, warte, ich gebe dir das sogar, weil ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Hier. Ah, okay. Mhm. Ja. Ah, nee, was mach ich denn hier? Die Scope würde ich aufs Jagdgewehr eher machen, ne? Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Okay. Also irgendwas, was ein bisschen Long Range hat. Tatsache, oh, das ist ja cool. Das ist voll geil. Hast du schon einen Scope bei dir drauf? Nee, ich habe keinen Scope. Nee, ich brauche aber auch nicht unbedingt eins. Aber es ist halt bescheuert. Ja, gut, unbedingt brauche ich es nicht, aber das ist ganz cool, weil wenn du zielst, dann guckst du plötzlich durch den Scope. Ja, das ist nice. Es ist halt bescheuert, weil du brauchst halt immer, wenn du dir einen Scope machen willst, brauchst du Schematics, was eigentlich echt bescheuert ist. Hä? Ja. Das macht aber gar keinen Sinn. Normalerweise muss man die einmal lernen und dann kann man die. Eben.
So wie ich Schematics verstehe, normalerweise im richtigen Leben, in dem wir uns alle befinden. In Nein. dem keine Zombies rumlaufen, aber gut. Das spielt jetzt keine Rolle. Oh, wir haben 200 trübes Wasser, cool. Also da gab es doch wieder jemanden, der sich Crocodile reingeholt hat. Dann schon. Ja, das kann nicht sein. So, Katzenfutter habe ich gesteckt. Ich weiß nicht, ist hier irgendwo gelandet? Da. Bier haben wir jetzt 19. Wir müssen natürlich auch bald Hopfen müssen wir irgendwo anbauen. Tobi, wir müssen. Ich habe noch ein Feld für Hopfen frei. Ja. Also wenn sich da jemand beschwert, da hört mein Verständnis dann auch auf. Absolut. So. Doch, wir haben ein bisschen mehr Bier. Gut, eine Sache muss ich noch ausprobieren. Die wird Tobi sehr gefallen, glaube ich. Ach, ja. Ja. Hm? Alter, du hast keine Socken und keine Schuhe an. Aber dafür habe ich ein Kleid an. Das ist wunderschön, Erik. Ich habe mir ein Kleid angezogen, Tobi. Alter, nein. Zieh das bitte wieder. Was wollen die Nachbarn sagen? Oh, das ist das schön. Ist das ein Traum? Oh, bitte nicht. Jetzt steigt er noch aufs Fahrrad, ey. Nee. Lala. Oh, man kann mir unter den Rock gucken. Oh, lieber Zuschauer. Oh, wie frivol. Oh. Warte. Ob mir gerade jemand unter den Rock gelitzt hat? Mm. Ja, bleib so. Ey, der Fahrrad ist umgefallen. Ja, haben wir was Neues. Ey, da kann ich ja mal ausräumen hier. Zack. Ah, ist mitgenommen. Jetzt habe ich das Skirt extra für den Witz mitgenommen. Hab extra einen Inventarslot dafür belegt, die ganze Zeit. Nur für einen Witz. Aber so bin ich eben. Bin jetzt runtergefallen, als ich das geschrieben habe. Ja. So. Sag mal, hä? Ich bin an der Leiter runtergefallen. Ja, das finde ich vorhin auch schon mal. Irgendwas ist da schräg mit der Leiter, keine Ahnung. Was ist denn hier los? Richtig gegenspringen an der Dinge, ey. Ja, es verschwindet hier Blei, dann geht die Leiter, wird plötzlich nicht mehr, ist out of order. Hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt bin ich richtig gegengesprungen, so wie immer halt, und komm trotzdem nicht hoch. Ist das vielleicht, wenn man Hunger hat, ist man zu schwach für die Leiter oder was? Ich hab das vorhin aber auch gehabt. Irgendwas ist da schief mit dem Ding. Hä? Ja, ich gehe gegen und komm nicht hoch. Du hast dich aber auch gerade nicht festgehalten, das habe ich genau gesehen. Liegt vielleicht am Kleid, dass ich mir einen Splitter gezogen habe oder so? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, warte mal. Oder ist das wirklich, wenn man Hunger hat, dass man das nicht kann? Nee, irgendwie ist, wenn man dann den falschen Winkel hat, irgendwie slidert man da runter. Ganz komisch. Aber ich bin doch 1000 Mal da schon hochgeklettert. Ich habe mit Garantie nicht den... Nee, die geht nicht mehr bei mir. Hä? Ich spring gegen und rutsche einfach runter. Die geht nicht mehr bei mir. Hä? Auch nicht, wenn du nach oben guckst? Nee, ich guck extra nach oben, im Sprung schon. Ich bin da 1000 Mal. Okay. Bin ja schon hochgeklettert. Ich guck nach oben, die geht nicht mehr. Okay, warte mal. Ich mach mal Folgendes. Sehr mysteriös. So. Nee. Geht nicht. Ich komme leider nicht mehr hoch. Warte mal, ich mach mal eben hier. Hä, wie bescheuert. Gut, das ist jetzt erst 6 Jahre in der Entwicklung. Da kann man natürlich sowas nicht erwarten. Nee, aber ernsthaft. Dinge, die, ne? Nee, ich kann. Jetzt, von hier unten geht's. Aber von oben, wenn ich gegenspringe, rutsche ich die ganze Leiter runter. Auch wenn ich W drücke.
Sehr mysteriös. Das ist ja super schräg. Ich bin da 3 Milliarden mal hoch. Ja, ja, ich weiß. Das ist, ja, keine Ahnung, das Spiel, ja. Ja, das hat ein Eigenleben, dieses Game. Ja, es ist besonders. Es ist halt ein besonderes Spiel. So. Ja, die Holze, da kommt ja drüben hin. So, Benzin haben wir wieder ein bisschen, das ist sehr gut. Motion Sensor, bla, packe ich mal nach oben, damit wir unten eine Benzinreihe haben. Militärstiefel packe ich mal in die andere Kiste wieder rein. Den Rock kann ich auseinandernehmen, den brauchen wir nämlich nicht wirklich. 133 Stoff, das sieht doch schon mal gut aus. So, ein bisschen Öl wieder. Oh, Öl können wir auch langsam stacken. Spiritus. In Spiritus Sanctus. So. 70 Bleirohre, das Glas schmelzt sich ein. Scheinwerfer. Oh, wir haben zu viele Scheinwerfer. Gut, die Kiste wird auch mal voller. Silbernugget, Goldnugget. Können wir das einschmelzen? Ich weiß es nicht. So. Schrauben, Federn 180. Kurze Eisenrohre kommen drüben rein. Holz behalte ich mal. Glas schmelzt sich auch ein. So. So, das Glas kommt hier rein. Und das Angelblei kommt auch da rein. Dann schmelzen wir das mal. Und diese komischen Stahlrohre, die tue ich mal hier rein. Habe ich mir gedacht. Okay. Ach, ganz ehrlich, das hier kann ich auch wegschmeißen, oder? Das lohnt sich das Zerlegen, glaube ich, gar nicht. 4 Stoff. Das lohnt sich schon eher. So, die 7 Klebeband lege ich nochmal ab. Wir müssen mal gucken, wie wir Klebeband herstellen. Ich glaube, davon werden wir noch eine Menge brauchen. Braucht man für Klebeband? Ich glaube, Kleber, ne? Kleber und Stofffetzen braucht man dafür. Und Kleber kann man bestimmt auch selber herstellen, oder? Am Chemietisch, ja, Erik. Am Chemietisch! Obwohl, nee, auch am Feuer mit großem Knochen und trübem Wasser. Ach ja, Tatsache. Gut, dass ich die Knochen alle mitgenommen habe. Große Knochen. Trübes Wasser. Kleber. 37 Stück. Stelle ich alle her. Aber vorher nehme ich noch den Gemüseeintopf weg und probiere ihn, Tobi. Ich ja, das machen wir zum Folgenabschluss jetzt mal ganz gemütlich. Komm, ich will auch ein bisschen. Okay, warte, hier. Ich gebe dir mal den 50er Stack hier. Hast du dann auch noch genug? Ja, ich habe noch 39. Okay. Ja, da könnte ich wie viel bringt denn der? 15, Alter. Oh, und 31 Stamina. Und 20 oh, Water. Nice. Alter, wie gut. Ist das nicht gut, dass wir den gemacht haben? Dass wir ja, die Felder mega haben und Gemüse eintopf. Ist das nicht ein Kracher? Da trinke ich auch gleich noch ein oder es. Ja, ich auch. Ich hau die Kartoffeln gleich raus. Ich will die Kartoffeln nie wiedersehen. Ekelhafte Kartoffeln. Widerlich. Also diese gebackenen. Die nehme ich. Tobi, ich werde da Gemüsetöpfe machen. Da kannst du aber sicher sein. Das geht richtig nach vorne. Wir machen hier ein Gemüsetopf-Imperium. Vielleicht müssen wir einen Laden eröffnen. Ja, aber der ist echt super, der Gemüseeintopf. Ja, ich bin sogar jetzt komplett geheilt. Ich habe einen Punkt noch, dann habe ich komplett Health und alles wieder. Voll krass. Geil. Also ich habe jetzt noch einen zusätzlich gegessen, einfach nur, damit ich richtig voll bin. Das ist richtig nice. Voll gut. Boah, wie gut, dass wir das doch durchgezogen haben, entgegen der Verteufelungen. Ich bin froh. Auch wenn es vielleicht ein bisschen viel ist pro Ernte, aber ganz ehrlich, offenbar kann es das ja, es kann ja wohl nicht zu viel sein. Ja, gut, aber guck mal, wir haben dann nie mehr irgendwelche Probleme mit Essen oder Trinken oder irgendwas. Mit diesem Gemüseeintopf. Richtig. Darum stelle ich jetzt 163 Flaschen Wasser her, oder? Ich mache 150. Dann haben wir noch ein bisschen trübes Wasser. So. Da haben wir noch ein bisschen Flasche Wasser. Okay. Boah, nice. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz gucken. Ich muss meine Skillpunkte nochmal irgendwann verteilen. Health 150, Stamina 99, Nahrung 144 von 100, Wasser 200 von 150. Cool. Mega. 564 Zombie-Kills. 6 Tode. Oh, das will ja keiner wissen. Das will ja nun wirklich keiner wissen. Bei den Stats Level 76, oh Gott. Also wenn du auf den Charakter gehst, ne? Ah, da oben, ja, ich hab's gefunden. Genau, okay. Genau. Ich hab 544, oh, wir sind gar nicht so weit auseinander. Oh, krass. Oh cool. Ja, dafür hast du mehr zurückgelegte Kilometer. Die sind bei mir 140. Du warst viel öfter unterwegs als ich. Ja, ich habe 130. Hä? Okay.
Ich hätte gedacht, du warst viel öfter unterwegs. Ja, dachte ich jetzt eigentlich auch. Okay. Krass. Aber 24 Mal gestorben, let's go. Boah, bei mir nur 6. Krass. Längstes Leben, 34 Stunden, 41 Minuten, läuft gerade. Cool. Ja, gut. Ja, nice. Tobi, würde ich sagen, nächste Folge und dann, ich mache noch ein paar Gemüsesuppen. Die sind, ich bin restlos begeistert. Feier ich. Sehr gut. Ne, immens. Voll gut. Dieses Kartoffelfressen hat mich genervt und Maiskolbenfressen hat mich genervt. Das mit den Suppen halt, ist halt echt Vorteile. Voll geil. Ah, so, Kleber haben wir auch wieder. Jetzt mit Stoffwetzen machen wir noch Klebeband. Das mache ich nächste Folge dann wahrscheinlich. Ja, würde ich auch sagen. Alles klar. Okay, Tobi, dann vielen Dank an die Zuschauer fürs Zuschauen. Schön, dass ihr noch dabei seid. Und mal gucken, nächste Folge so. Wir können ja bald mal anfangen, drüben den Bunker ein bisschen auszubauen. Da haben wir noch ein bisschen was vor. Und unser Häuschen müssen wir auch noch bauen mit Küche und allem drum und dran. Dann, das heißt, du gehst da ein bisschen familiär weiter und zwischendurch immer mal wieder mit Zombie-Besuch. Ist ja auch schön. Ja, und wir müssen unbedingt noch in dieses Shotgun-Ding rein. Genau, das müssen wir auch noch machen. Das machen wir zwischendurch auch noch mal. Und ich würde gerne irgendwann lernen, Autos zu bauen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, gibt ja noch ein bisschen was zu tun. Genau. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.